Mahlzeit. In diesem Video wollen wir heute einmal auf die Frage eingehen, ob überhaupt Chips sich auch als Grillanzünder eignen können, beziehungsweise ob sie überhaupt brennen, wenn man mal gerade nichts anderes da hat. Papier oder wie auch immer, bei einer Party sind zumindest immer Chips vorhanden. Und wir wollen mal gucken, ob dieses Zeug überhaupt sich auch dazu eignet, als Grillanzünder dienlich zu sein. Und man kann es, glaube ich, sehr gut sehen. Ich habe es gerade nur mal kurz angezündet. Und die Dinger, die gehen voll ab. Das ist wirklich... es ist heiß. Es ist wirklich phänomenal. Also es ist besser als Papier. Es ist, ja, es ist klasse. Muss man das noch mal ein bisschen angucken. Wird übrigens sehr schön warm. Ja, das liegt daran, dass Chips sehr fetthaltig sind und durch die Oxidation bzw. mit der Reaktion von dem Sauerstoff hat es also eine sehr gute Brennwirkung und ja, es ist wirklich klasse. Ja, gut, dass ich jetzt meinen nicht vorhandenen Feuerlöscher jetzt herholen kann, deswegen muss das Ganze jetzt hier mal abbrennen, aber das beantwortet die Frage, inwieweit sich Chips als Grillanzünder eignen und Test bestanden. Ich kann dazu sagen, nur Daumen hoch. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne auch Daumen hoch, teilen, liken, abonnieren, immer sehr gerne. Und das war's von diesem gemütlich warmen Video von diesem Mal, von dieser Stelle. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, hoffentlich, wenn hier noch alles steht. Ich sag mal bis dahin, macht's gut, tschüss.